Ja, wunderbar. Ja, schönen guten Morgen zu unserem Pressegespräch. Ich begrüße Sie recht herzlich in Vorbereitung der Plenarsitzung und zur Vorstellung unserer parlamentarischen Initiativen. Wir sind heute mit großer Besetzung, ich fange mal ganz rechts an, mit Iris Niedern, der finanzpolitischen Sprecherin. Da haben wir natürlich heute einiges zu besprechen in Bezug auf den Nachtragshaushalt. Da haben Michael Frisch, den Landesvorsitzenden, Stefan, den Fraktionsvorsitzenden, der zur aktuellen Debatte sprechen wird. Jan Bollinger, zu meiner Rechten, parlamentarischer Geschäftsführer. Mich selbst, ich sollte bekannt sein, zumindest leidlich, und Joachim Pau selbstverständlich auch, wird zur Tüger-Affäre sprechen. Und Timo Böhme, freue ich mich, dass wir wieder ein schönes und ein sehr interessantes soziales Thema haben. Und will auch mal die einzelnen Punkte kurz vorstellen. Denn aktuelle Debatte einbringen und haben Sie eingebracht, kopflos ins neue Schuljahr, die Bildungspolitik der Landesregierung zwischen Sommerschule und Corona, Chaos vorgetragen durch Michael Frisch. Änderungen des Landeshaushaltsgesetzes 2019-20, Nachtragshaushalt, da werde ich zu sprechen. Und wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, weil ja auch die Sonderfrage des Sondervermögens ja nochmal im Raum steht. Da wird Iris Niedern nochmal genauer zu referieren, wie wir das sehen, wozu es eigentlich ein Sondervermögen da und wie wird es hier gerade verwendet. Und Joachim Paul jetzt endlich den Antrag einbringen, Konsequenzen aus der Tüger-Affäre schon etwas schließen, mit einer klaren Forderung Kontrollkompetenzen zusammenführen. Und Timo Böhme sprach schon an, einen Antrag, Studie zur Erfassung des Bedarfs an sozial geförderten Mietwohnraum in Rheinland-Pfalz. Und zum Schluss werde ich nochmal die Anträge kurz skizzieren, die wir schon mal vorgestellt hatten, ist ein bisschen länger her, und die aber nicht ins Plenum gekommen sind. Einmal der Antrag zur freien Altersvorsorge zum Thema Infraschall und Finanzierung der Unimedizin. Und dann sonstiges und Ihre Fragen selbstverständlich. Dann übergebe ich erstmal an Michael Frisch zur aktuellen Debatte. Michael, bitte. Vielen Dank, Uwe, und wir auch herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Das Ziel der aktuellen Debatte ist es, Widersprüche und Versäumnisse in der Corona-Politik der Bildungsministerin aufzuzeigen. Da gibt es eine ganze Menge, was man da benennen könnte. Wir beschränken uns exemplarisch auf drei Vorgänge. Zum einen nochmal darauf, dass wir bereits im Mai, Ende Mai in der Plenardebatte gefordert hatten, den Regelbetrieb an den Schulen wieder aufzunehmen. Wir hatten damals sehr geringe Infektionszahlen. Der größere Teil der Landkreise war völlig infektionsfrei. Und mein Kollege Joachim Paul hat damals im Plenum gefordert, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Gesundheitsämtern jeweils Lagebeurteilungen vorzunehmen und daraus verbindliche Entscheidungen abzuleiten und gegebenenfalls den Regelbetrieb wieder aufzunehmen. Ministerin Rubisch hat das damals kategorisch abgelehnt unter Hinweis auf die Chancengleichheit aller Schüler. Sie hat deutlich gesagt, wenn wir so unsere Schulpolitik machen würden, wäre es ein heilloses Chaos und wirklich Ungerechtigkeit. Jetzt, drei Monate später, trotz im Vergleich zu damals leicht gestiegener Infektionszahlen, ist sie unserem Vorschlag gefolgt. Und in der aktuell gültigen Fassung des Corona-Hygieneplans für die Schulen heißt es, das Gesundheitsamt entscheidet in eigener Verantwortung nach einer entsprechenden Risikobewertung auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes über Testungen und Schließungen von einzelnen Klassenkursen oder ganzen Schulen. Sie macht also genau das, was wir damals gefordert haben, allerdings mit einer aus unserer Sicht völlig unnötigen Verspätung. Und wir wissen inzwischen aus Studien, dass natürlich Bildungsdefizite dadurch entstanden sind, die insbesondere die Schüler betreffen, die aus bildungsfernen Familien kommen. Stichwort Schülertransport: Dass die Sommerferien am 14. August zu Ende gehen, war kein Naturereignis, sondern das steht seit vielen Jahren fest, sodass die Landesregierung mindestens 8 Wochen Zeit hatte, eine vernünftige, dem Gesundheitsschutz unserer Kinder angemessene Lösung für den Schülertransport zu finden. Herausgekommen sind dabei überfüllte Busse, grobe Missachtung der Abstandsregeln, die unsere Ministerpräsidentin ansonsten permanent einfordert, an den Haltestellen zurückgelassene Schüler, genervte Busfahrer, gestresste Kinder, besorgte Eltern, Empörung in den sozialen Netzwerken und zusätzliche Kosten für die Kommunen. Und die Bildungsministerin erklärt sich für nicht zuständig. Es hätte bessere Lösungen gegeben, wir haben darauf hingewiesen.
zumindest eine rechtzeitige Bereitstellung zusätzlicher Busse oder aus unserer Sicht die optimale Lösung, eine Entzerrung des Unterrichtsbeginns, womit man die Transportkapazitäten faktisch verdoppelt hätte. Jetzt haben wir maximal ein zweitbestes Ergebnis und das mit erheblicher Verspätung. Stichwort Sommerschule. Frau Rubik hat im Ausschuss selbst eingeräumt, dass man dieses Projekt mit heißer Nadel gestrickt hat, aber auch hier war lange bekannt, dass durch den Wegfall des Präsenzunterrichts Bildungsdefizite entstehen. Die Schulen wurden am 12. März geschlossen. Mithin hatte man 20 Wochen Zeit zur Vorbereitung einer solchen Sommerschule. Man hat es kurzfristig gemacht, vollmundig angekündigt als intensiven Nachhilfeunterricht, vor allem in den Grundkompetenzen, mit dem Ziel, das, was Corona-bedingt versäumt worden ist, aufzuholen und einen besseren Start ins nächste Schuljahr zu ermöglichen. Wörtlich hat man den Eltern eine systematische Förderung der Grundkompetenzen in Deutsch und Mathematik versprochen. Für die Qualität, so die Ministerin, sorge ehrenamtliches Personal mit Bezug zur Schule und Lernen. Das hat mich damals schon skeptisch gestimmt. Bezug zur Schule und Lernen hat auch der Hausmeister und das Reinigungspersonal. Und wenn man sich die Realität jetzt anschaut, wir haben eine kleine Anfrage gestellt, dann waren unter den knapp 1500 Kursleitern nicht einmal 8% qualifizierte Lehrkräfte, dazu knapp 4% Referendar. Der größte Teil der Tutoren rekrutierte sich aus Oberstufenschülern und Lehramtsstudenten. Letztere hat man natürlich geködert mit Aussicht auf ein Schulpraktikum, das für viele Studenten im Moment schwer zu machen ist, Corona-bedingt, und hat ihnen dann natürlich mit 300 Euro noch einen finanziellen Anreiz obendrauf gelegt. Ich weiß es von meinem Sohn, der sich selbst da beworben hat, das war unter den Studenten ein hochattraktives Angebot, mit vergleichsweise geringem Aufwand ein Praktikum zu bekommen, das dann auch noch bezahlt wird. Aus unserer Sicht unverantwortlich, dass man weder die Fachkompetenz noch die Studienrichtung oder den Semesterstatus abgefragt, geschweige denn nachgeprüft hat. Selbst Auskunft über einmal erteilte Nachhilfe genügte dem Ministerium als Basis, einen solchen Kurs zu erteilen. Dabei ging es nicht nur um ein bisschen Nachhilfe in Deutsch und Rechnen, sondern um extrem heterogene Lerngruppen bis Klasse 8 mit Schülern aus verschiedenen Klassen, verschiedenen Klassenstufen, unterschiedlichen Vorkenntnissen, unterschiedlichen Leistungsständen, verschiedenen zuletzt behandelten Themengebieten und unterschiedlichen didaktischen Ansätzen. Also eine Situation, in der eine hohe Differenzierung und das individuelle Eingehen auf spezielle Probleme und Defizite einzelner Schüler notwendig ist. Und für mich als Pädagogen mit über 30 Jahren Berufserfahrung ist es völlig undenkbar, dass man ohne ausreichende pädagogische und fachliche Kompetenz so etwas leisten kann. Wenn man dann in der Presse noch liest, dass an manchen Schulen Freizeitangebote integriert wurden, dann wird klar, dass von der versprochenen systematischen Aufarbeitung von Corona-Defiziten nicht die Rede sein. Frau Rubisch hat Ihnen nach im Ausschuss auch eingeräumt, dass die Sommerschule keine Schule sei, sondern doch durch eine Ferienbetreuungsmaßnahme mit Bildungscharakter. Wenn sie das von Anfang an gesagt hätte, wäre das kein großes Problem gewesen. So aber kann man dieses Projekt, wie viele andere bildungspolitische Maßnahmen der Landesregierung, nur als das bezeichnen, was es ist. Eine Mogelpackung, die in erster Linie der Selbstdarstellung der Ministerin dient. Das war eine teure PR-Aktion der Landesregierung, die den selbstgesteckten Anspruch nicht einlösen konnte. Wir finden das bedauerlich und wenn sie jetzt schon angekündigt hat, im Herbst dieses Projekt fortzuführen, werden wir sehr genau hinschauen, dass zumindest dann eine entsprechende Qualität hinterlegt ist. So viel zu dem Thema. Ich stehe anschließend gerne zur Rückfragen zur Verfügung. Herr Michael, herzlichen Dank. Das wird eine interessante aktuelle Debatte. Wir werden eine zweite aktuelle Debatte ja am Donnerstag haben. Heute Morgen erst im Fraktionsvorstand uns entschlossen, die pauschale Diskriminierung der Polizei zum Thema zu thematisieren und das, was da insgesamt noch dranhängt an, wie ich finde, unsäglichen Unterstellungen. Ich war gestern bei der Polizeihochschule zu einer Schuldiskussion und da haben wir gemerkt, wie das unsere Polizeibeamten tatsächlich betrifft und angreift und deshalb wollen wir das zur aktuellen Debatte am Donnerstag machen. Ist noch nicht eingereicht, dann wollen wir noch machen. Änderung des Landeshaushaltsgesetzes, Nachtragshaushalt. Sie wissen, dass wir den ersten Nachtragshaushalt
auch als notwendig erachtet haben und auch mitgetragen haben, ohne große Kritik. Wir haben immer gesagt, auch damals schon, dass wir nicht verstanden haben, warum mehr Schulden aufgenommen werden müssen, ohne dass man die Rücklagen, die es ja gibt, angreift und anfasst. Das Thema bleibt natürlich jetzt natürlich auch im neuen Nachtragshaushalt bestehen. Die Corona-Pandemie hat in der Tat natürlich einen ganz entspannt, wie es in der Geschichte von Rheinland-Pfalz so noch nicht gegeben hat. Und natürlich macht von Maßnahmen im Bereich der Breitbandinfrastruktur, Stärkung der beruflichen Bildung durch die Modernisierung über betrieblicher Bildungsstätten, Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, insbesondere natürlich auch dort, wo es zwingend erforderlich ist, im ländlichen Raum zugute kommt, dann ist das natürlich richtig, aber hat nicht unmittelbar etwas mit der Corona-Krise zu tun. Das sind Herausforderungen gewesen, die vorher schon da waren, auch die danach. Anders wiederum stellt man fest, dass viel Geld investiert werden soll in die wir mal linksgrüne ideologischen Projekte, die aus dem Hause Höfgen kommen. Das macht eigentlich aus unserer Sicht keinen Sinn, im Zusammenhang mit der Corona-Krise das x-te Förderprogramm für Photovoltaikanlagen zu beschaffen, Solarspeicher und energieeffiziente Geräte zu fördern und Photovoltaik, das fand ich besonders bemerkenswert, Photovoltaikanlagen auf Carports zu fördern. Also da fehlt bei mir dann der innere Zusammenhang zur Corona-Krise. Sicherlich vernünftig ist es im Bereich der Gesundheit, den zweiten Nachtragshaushalt die größten Ausgaben in Anspruch zu nehmen. Die Mehrausgaben belaufen sich hier allerdings auf ganze 862,5 Millionen. Berücksichtigt man die Kompensationszahlung, insbesondere des Bundes, bleibt es bei einem beträchtlichen Eigenanteil des Landes von 342 Millionen. Diese Ausgaben sind sicherlich wichtig und richtig, als jene zu unterstützen, die die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie betreiben. Insofern stehen wir den zusätzlichen Ausgaben im Bereich Gesundheit angesichts der derzeitigen Situation auch nicht ablehnen. Allerdings bleibt die Frage der Finanzierung. Die Nettoverschuldung am Kreditmarkt würde gemäß der Planung des Nachtragshaushalts 3,5 Milliarden Euro betragen. Das wäre die höchste Verschuldung in der Geschichte des Landes überhaupt. Da stellt sich also die Frage, ob dies notwendig oder überhaupt gesetzeskonform ist. Statt einer so hohen Verschuldung fordern wir, wie schon eingangs betont, die Auflösung der Haushaltssicherungsrücklage immerhin an der Höhe von einer Milliarde. Dies ist genau zu dem Zweck gebildet worden, die Reduzierung der Vermeidung von der Kreditaufnahme. Es ist daher nicht ersichtlich, warum dies nicht angepasst wird. Durch die Auflösung würde sich die Kreditaufnahme um eine Milliarde reduzieren. Das ist ja mal fast angepasst. Es ist nicht nur inhaltlich geboten, dies zu tun. Eine Studie des Finanzwissenschaftlers Professor Dr. Christoph Gürtel im Auftrag des Bundes der Steuerzahler kommt zum Ergebnis, dass es rechtlich auch unzulässig ist, in einem hohen Maße Schulden aufzunehmen, solange entsprechende Rücklagen bestehen. Auch die Notwendigkeit der Schaffung einer Corona-Sondervermögen sehen wir im Grunde nicht. Frau Niedland wird da gleich noch was dazu sagen. Ich will nochmal daran erinnern, dass ein Sondervermögen immer für einen bestimmten Zweck notwendig ist und nicht aus Krediten finanziert werden kann. Dennoch passiert das direkt. Nämlich in dem Kredite aufgenommen werden, in den Haushalt überführt werden und damit das Sondervermögen gespeist wird. Die hessischen Kollegen sind gerade dabei, das verfassungsrechtlich prüfen zu lassen. Das werden wir natürlich auch tun, obwohl das andere Dimension ist. In Hessen macht man das mit 12 Milliarden, hier mit einer Milliarde. Und dennoch bleibt ja die Verfassungskonformität zu prüfen. Wir werden den Nachtragshaushalt wegen der mangelnden Zweckgebundenheit zur
zur Bekämpfung der Corona-Krise, aber auch aufgrund der dubiosen Finanzmethode abwehren. Soweit zum Nachtragshaushalt. Ich übergebe gerne an meine Kollegin Iris Wieland zur Einrichtung des Sondervermögens. Bitte. Vielen Dank. Ich möchte das noch mal kurz zusammenfassen, diesen gesamten Komplex. Worum geht es hier? Es geht hier darum, dass wir über 3,5 Milliarden Euro netto Neuverschuldung haben werden. Das ist ein Sechstel unseres bisherigen Haushalts. Und wie weit das tatsächlich der Virus ist und wie weit das staatliche Maßnahmen waren, die den Geschäftsbetrieb unterbunden haben, das werden wir heute nicht beurteilen können. Was wir sehen ist, dass der Staat in beispielloser Weise in unser Alltagsleben eingegriffen hat, in unsere Wirtschaft. Und an dieser Stelle wird auch die Frage zu klären sein, wie es eigentlich mit Entschädigungsansprüchen aussieht. Nicht nur mit Almosen und Krediten. Für mich ist ganz klar, der Wohlstand wird nicht vom Staat erzeugt. Und mir ist jetzt wichtig, dass die Politik wieder den Ausstieg findet, den Ausstieg aus den Notmaßnahmen. Denn wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine staatlich gelenkte Wirtschaft bekommen. Mir wird derzeit viel zu viel über öffentliche Ausgaben und viel zu wenig über Freiraum, über Luft zum Atmen für die Privatwirtschaft geredet. Selbstverständlich gilt, solange der Virus grassiert und er sich ausbreitet, muss er ganz entschieden bekämpft werden. Und je größer die Entschlossenheit ist, desto geringer wird der wirtschaftliche Schaden werden. Natürlich wird auch viel, das haben wir jetzt auch hier über Wirtschafts- und Konjunkturprogramm gesprochen, da gibt es aber für mich eine Grenzzone zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und nach meiner Wahrnehmung will die Regierung natürlich Optimismus verbreiten, verständlich aber auch im Hinblick auf das Superwahljahr 2021. Schauen wir mal auf das Naheliegende. Das Naheliegende ist der Herbst. Und für den Herbst sagen die Ökonomen Insolvenzen voraus. Eine Welle von Insolvenzen bei Firmen und auch bei und auch Privatinsolvenzen. Die Regierung hat nun mit dem Infektionsschutzgesetz, also die Bundesregierung hat mit dem Infektionsschutzgesetz die Insolvenzpflicht ausgesetzt und diese Maßnahme nun auch noch verlängert. Das geschieht wohl auch, um Optimismus zu verbreiten. Ich sagte ja schon, das Superwahljahr naht. Ich möchte aber betonen, Insolvenzen werden sich nicht vermeiden lassen. Und am Ende ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende. Wir können nicht ohne Ende gutes Geld dem Schlechten hinterherwerfen. Ich sehe eine Phase der Bereinigung, die es geben wird. Und ich meine, je rascher sie einsetzt, wird sie unserem Land am Ende gut tun. Wir brauchen Mut und wir müssen den Mut haben, diesen Strukturwandel auch zuzulassen. Aktuelle Maßnahmen sind natürlich Verlustausgleich, das haben wir schon als Anträge eingebracht, beschleunigte Abschreibung. Perspektivisch muss nach meiner Meinung auch die Unternehmen. Gefördert. Und wenn das Wirtschaftswachstum zurückkehrt, wird der Staatshaushalt automatisch entlastet. Selbstverständlich muss man in der Krise auf die kleinen Einkommen betrachten und selbstverständlich muss man in der Krise auf die kleinen Einkommen entlasten und dazu kann man vorübergehend Sozialtransfers erhöhen. Ein Auseinanderdriften der Gesellschaft muss man durch Investitionen in Bildung und Schulsystem verhindern. Nun ist das nichts Neues, es ist aber etwas lange Versäumtes. Konkret zu Rheinland-Pfalz. Die Koalition missbraucht die Schuldenbremse und stürzt sich in den Verfassungsdruck. Die andere Oppositionspartei, Herr Waldau, ist in meinem Augen ein zahnloser Tiger. Er erhofft sich den Nutzen nach der Landtagswahl von den satten Finanzpolstern. Sie könnten ja gegen den Verfassungsdruck klagen. Fragen Sie sich doch mal, warum Sie das nicht tun. Der Entwurf eines Sondervermögens, die Errichtung eines Sondervermögens lehnen wir ab. Unsere Forderungen sind ganz klar. Das will ich mal an einem Beispiel deutlich machen. Was tut denn der normale Bürger, der in eine finanzielle Notlage gerät? Er spart, er spart, er spart. Wenn er Rücklagen hat, greift er die auf. Und wenn dann alle
Maßnahmen erschöpft sind, dann wird er maßvoll einen Kredit aufnehmen. Genau das ist es, was wir von der Landesregierung fordern. Wir fordern ganz entschiedene Sparmaßnahmen. Sowohl wir wie der Bund der Steuerzahler haben bei der Vorlage des letzten Haushalts in mehreren hundert Millionen Euro Sparmaßnahmen vorgelegt. Die Haushaltssicherungsrücklage muss zwingend in Anspruch genommen werden, denn diese Rücklage ist Steuergeld. Dieses Steuergeld muss jetzt zurück in der Krise zurück an die Bürger fließen. Wir lehnen das Sondervermögen ab, weil wir keine schuldenfinanzierten Sparbücher wollen. Man spart nicht auf, Punkt. Das Sondervermögen ist gegen das Haushaltsprinzip der Jährlichkeit und es verstößt gegen das Haushaltsrecht des Parlaments. Es unterläuft. Ich fordere einen höheren Respekt vor der Landesverfassung. Ich fordere auch einen höheren Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht der nachfolgenden Generationen. Denn wie lange wollen wir denen noch in die Tasche greifen? Sie kennen unsere Verschuldung. 32 Milliarden Euro im Land. Wir haben zuletzt getilgt mit 200 Millionen. Wenn wir so weitertilgen, tilgen wir noch 160 Jahre. Ich beantworte noch gerne ganz konkret die Fragen zum Sondervermögen, warum wir das kritisch sehen. Es ist rechtlich unselbstständig, es wird getrennt von Staatsvermögen verwaltet, es taucht nicht im Primärhaushalt auf, es ist somit nicht auf den ersten Blick sichtbar, es ist eine Art Zweithaushalt nach den Wünschen und den Vorstellungen der Landesregierung. Im Übrigen braucht man für ein Sondervermögen nur eine einfache Mehrheit, für die Studierung der Schulden dann eine zweidrittel Mehrheit. Alles gute Gründe, das Sondervermögen abzulehnen. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Das war das Thema Schattenhaushalt. Ne? Der Punkt 4, Antrag, Konsequenzen aus der Kita-Affäre ziehen, Joachim. Ja, diese, ich komme kurz auf die, das hört man gut, ich komme kurz auf die Chronologie zu sprechen. Die Tyger ist ein Stadtwerke-Dienstleister, der 2009 kommunalisiert worden ist, also wieder in städtischen Besitz zurückgekehrt ist. Dort haben mehrere Kommunen, mehrere Gemeinden zusammen das angestrebt. Das ist im Prinzip nichts Falsches, nämlich Wasser und Energie sollen nicht dem freien Markt überlassen bleiben. Wir kennen die Problematik, Stadtwerke, Energieversorge in kommunaler Hand, das finden wir richtig. Aber damit hätten die in den Tyger Gremien sitzenden Oberbürgermeister ihre Einkünfte eben abführen müssen an die Stadtkasse seit 2009, nach der Kommunalisierung. Es wundert nicht, dass unser Oberbürgermeister in Koblenz, Hoffmann Göttig, an der Spitze der Mitnehmerpyramide steht. Jemand, der in 90 Gremien situiert ist und auch mit dem Stichwort Genossenrente in Verbindung steht. Die ADD hat damals gesagt, die Oberbürgermeister seien ihrer Auskunftspflicht nicht nachgekommen, hätten also fehlende Angaben gemacht. Das Geld, es geht um fast 250.000 Euro, ist damit sozusagen jetzt aktuell immer noch im Zuständigkeitsnebel verborgen. Wir haben damals eine aktuelle Debatte sozusagen, im Landtag haben wir eine aktuelle Debatte beantragt. Wir haben dann eine große Anfrage gemacht, um das alles aufzuhellen. Und auf Grundlage der großen Anfrage sind wir jetzt so weit, dass wir sagen, wir müssen einen Antrag stellen, um diese Regulierungslücke zu schließen. Der SWR hat ja darüber berichtet. Es ist so, dass unser Antrag vorsieht, diese Kontrollmechanismen zu bündeln, nämlich alle bei der ADD. In der Altregelung war es so, dass der Oberbürgermeister sich hat im Prinzip von der Bürgermeisterin kontrollieren lassen, ob die Nebeneinkünfte zulässig sind oder nicht. Und die ADD hat mehr oder weniger die Änderungen aufgenommen, wenn sozusagen eine Ablieferungspflicht besteht. Was wir wollen, ist sozusagen eine volle Konzentration der Aufsichtspflicht bei der ADD, die in diesem Fall also quasi das Genehmigungs- und Kontrollverfahren bis zur Kontrolle der Ablieferungspflicht in einer Hand behält und wir diese Situation nicht nochmal erleben müssen. Das heißt, das ist unser Antrag, der eine Reihe von parlamentarischen Initiativen jetzt abschließt und auch den Forderungen von Transparency International entspricht. Das war uns ganz wichtig. Das ist unser Beitrag zu mehr Transparenz, zu mehr Verantwortlichkeit und natürlich halt unser Beitrag
dazu, dass der Bürger und der Steuerzahler, der Steuerbürger nicht demnächst wieder vor der Frage steht, was aus seinem Geld geworden ist, was sozusagen dann im Zuständigkeitsnebel verschwunden ist. Vielen Dank. Ja, danke Joachim. Der nächste Punkt, Antrag, eine Studie zur Erfassung des Bedarfs von Sozial- und Mietwohnraum in Rheinland-Pfalz. Doch, sehr viel Lust, Timo, bitte. Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Die Ampelkoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag eine Ambition formuliert. Sie wollte 20.000 Wohnungen in Rheinland-Pfalz in dieser Legislaturperiode sozial fördern. Wir haben diese Ambition begleitet mit zwei großen Anfragen, eine davon schon in 2017, eine in diesem Jahr, kleine Anfragen, Berichtsanträge und haben uns immer wieder auf den Stand bringen lassen, wo denn die Ambition steht, inwieweit sie umgesetzt worden ist. Und wir müssen heute leider feststellen, dass die Regierung in Rheinland-Pfalz, die Ampelkoalition, ihr Ziel weit verfehlt. Sie wird nicht 20.000 Wohnungen sozial fördern, sondern in etwa 14.000 Wohnungen. Das heißt, gerade einmal 70% etwa von dem, was sie sich vorgenommen hat. Und auch die Ausnutzung der Fördergelder, die durch die ISB zur Verfügung gestellt werden, liegen etwas über 70%. Das ist per se schon mal keine gute Nachricht. Aber diese formulierte Ambition war auch sehr unscharf formuliert. Denn die Förderung des sozialen Wohnungsbaus besteht aus zwei Komponenten. Das ist zum einen die Förderung von dem, was der Bürger allgemein unter Sozialwohnungen versteht, also Mietwohnungen, die dann zu einer günstigeren Miete und mit einer Belegungsbindung zur Verfügung gestellt werden, und die Eigentumsförderung. Und bereits zu Beginn der Legislatur war das Verhältnis etwa 2/5 zu 3/5, also die Förderung der eigentlichen Sozialwohnungen, der Mietwohnungen, war geringer als die der Eigentumsförderung. Nun ist die Eigentumsförderung zwar per se nicht schlecht, gerade für junge Familien, Menschen, die in den Beruf einsteigen, ist es wichtig, Eigentum zu erwerben und dann auch später nicht in die Altersarmut zu fallen. Aber man muss natürlich auch feststellen, dass diejenigen, die sich eine Wohnung oder ein Haus kaufen können, per se jetzt nicht arm sind oder die Problemfälle der Gesellschaft darstellen. Es ist schön, dass es das gibt, aber die eigentlichen Probleme haben wir im Bereich der verfügbaren sozialen Mietwohnungen mit Miet- und Belegungsbindung, die eben dann Menschen zur Verfügung gestellt werden können, die wenig Einkommen haben, wenig Vermögen haben und heute bis zu 50% ihres Einkommens allein für die Miete ausgeben müssen, was ein wesentlicher Faktor der Armut in unserem Land ist. Und wenn man sich mal die Ergebnisse anschaut, die man in diesem Bereich erzielt hat, so ist das in keinster Weise befriedigend, denn wir werden von diesen 14.000 Wohnungen, die gefördert worden sind, gerade einmal 5.000 haben, die dann tatsächlich in den Bestand der Sozialwohnungen eingehen. Ja, das sind also Neubauten oder eben der Erwerb von Belegungsbindungen oder Modernisierung, die dann in eine Belegungsbindung mündet. Zur gleichen Zeit, und auch das haben wir mit unserer großen Anfrage schon 2017 dargestellt, fallen in dieser Legislaturperiode in Rheinland-Pfalz 17.000 bis 18.000 Sozialwohnungen aus der Bindung heraus. Das heißt, die Bilanz des Ganzen ist, dass wir am Ende der Legislaturperiode ca. 13.000 Wohnungen weniger im Bestand haben werden. 13.000 Wohnungen weniger im Bestand haben werden. Und das ist natürlich eine ausgesprochen ungute Entwicklung, denn wir wissen, der Wohnungsmarkt ist extrem angespannt und es besteht ein hoher Bedarf, gerade an kleinen, bezahlbaren Wohnungen. Das hat übrigens auch der Rechnungshof kürzlich in seinem Jahresbericht festgestellt. Es fehlt vor allen Dingen an Ein- und Zweiraumwohnungen für Bedürftige. Das sind erstmal nur die Fakten. Und nun stellt sich für jeden vernünftigen Menschen natürlich die Frage, wie viele Sozialwohnungen, wie viele Mietpreis- und Belegungsbindungen brauchen wir denn eigentlich in Rheinland-Pfalz?
Diese Frage haben wir bereits in 2017 gestellt in unserer großen Anfrage, auch dieses Jahr. Wir hatten ganz konkret danach gefragt, wie viele Familien oder Menschen Wohnberechtigungsscheine haben, weil das ein Indikator wäre dafür, wie hoch der Bedarf wirklich ist. Die Landesregierung hat zweimal die Aussage verweigert und sich immer davon gestohlen mit der Behauptung, die Erfassung wäre zu aufwendig, das könnten die Landesregierung und die Kommunen nicht leisten. Das nehmen wir so nicht hin. Wir möchten wissen, wie viele Sozialwohnungen wirklich gebraucht werden in Rheinland-Pfalz. Und der VDK hat schon Anfang der Legislaturperiode darauf hingewiesen, dass das Defizit etwa bei 150.000 Sozialwohnungen liegt. Und das Pestel-Institut in Hannover hat schon 2012 darauf hingewiesen, dass für Rheinland-Pfalz diese Größenordnung, dieses Delta, dieses Defizit auch damals schon bestand, in etwa in dieser Größenordnung in Deutschland insgesamt 4 Millionen Sozialwohnungen fehlen. Und genau aus diesem Grund kommen wir jetzt auf die Landesregierung zu oder auf das Parlament zu und fordern eine Studie, die sich an die Vorgehensweise anlehnt, die das Pestel-Institut in 2012 benutzt hat, mit ein paar Ergänzungen von unserer Seite, und fordern das Parlament und natürlich auch die Regierung in dem Fall konkret auf, sich wirklich Klarheit zu verschaffen, wie viele Sozialwohnungen gebraucht werden. Denn nur dann, nur wenn man diese Zahl weiß, kann man tatsächlich auch die Förderprogramme oder das politische Handeln entsprechend einstellen und Maßnahmen ergreifen, um die Ambition wirklich so zu setzen, dass sie ambitioniert ist und nicht nur so erscheint. Vielen Dank. Ja, danke, Timo. Ja, das sind interessante Fragen, die du da aufwirfst. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wir werden auch noch drei weitere Anträge, die ich nur ganz kurz anreißen will, die schon mal vorgesehen waren, wieder einbringen. Wir haben die freie Altersorge. Es ist ein besonderes Anliegen für mit Wahlfreiheit und Wahlmöglichkeit für Polizei, Berufsfeuerwehr und Justizbeamte. Wir sind uns alle einig, und das ist auch immer wieder auch von der Landesregierung betont worden, was für einen wichtigen und auch gefährlichen Dienst genau diese Personengruppe für die Allgemeinheit leistet. Da kommt natürlich der Begriff der Fürsorge ins Spiel. Und Beamte der Polizei, Feuerwehr und Justiz erhalten während der aktiven Dienste in Rheinland-Pfalz eine Beihilfe von bis zu 50%. Das verbleibende Versorgungslücke von 50% muss über eine private Krankenversicherung vom Beamten selbst aus seinem Nettogehalt gedeckt werden. Das nennt man beihilfekonforme Restkostenversicherung. Diese zusätzlichen finanziellen Aufwand beträgt zwischen 100 und 200 Euro im Monat. Geht also vom Gehalt ab. Neben der finanziellen Belastung durch die monatliche Bedienung dieser Restkostenversicherung besteht natürlich auch das erhebliche Risiko, durch einen Unfall oder schwere Verletzung den Versicherungsschutz in der privaten Versicherung zu gefährden bzw. hohe Risikoaufschläge zu bekommen. Diese Zusatzausgaben belasten insbesondere junge Beamtenfamilien im unteren und mittleren Besoldungsspektrum sehr. Das betrifft neben den Polizeibeamten in ganz besonderer Weise die Berufsfeuerwehr, Justizvollzugsbeamte in Rheinland-Pfalz und überwiegend im mittleren Dienst bei einer Gehaltsstruktur von A7 bis A8. Und das ist wirklich dünn, diese Besoldungsgruppe. Die Landesregierung und andere Bundesländer, wie beispielsweise Berlin, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, sind mit der Einführung bzw. Beibehaltung der freien Heilfürsorge für die gefährdeten Landesbeamten, und das ist der entscheidende Punkt, die Gefährdung der Landesbeamten, und daraus erwächst eine besondere Fürsorgepflicht, längst nachgekommen, haben damit eine kostengünstigere, umfassende und wegen der besonderen Gefährdung auch uneingeschränkte Gesundheitsversorgung für ihre Beamten sichergestellt. Die nicht nachvollziehbare Behauptung, dass die freie Heilfürsorge eine schlechtere Krankenversorgung bereitstellen würde, als die Kombination Beihilfe und private Krankenversicherung, lässt sich nicht glaubwürdig nachweisen. Ich selber habe beides erlebt und kann keinen Unterschied feststellen. Insbesondere für die dienstälteren Beamte, deren Restdienstzeit für eine Versorgung im Hinblick auf eine entsprechende Anwartschaftsversicherung nicht mehr ausreicht, aber auch für alle anderen Beamten befürworten wir deshalb eine Wahlfreiheit zwischen diesen beiden Systemen. Wir werden das doch dann genauer ausführen in der Debatte.
zum Infrastrahl und Windkraft, ein Thema für Jürgen Klein, unseren umweltpolitischen Sprecher, hier nur ganz kurz angerissen aus einer Fachgruppe der Mainzer Universitätsmedizin. Erfuhr die interessierte Öffentlichkeit vor einigen Tagen, jetzt mittlerweile Wochen, dass der Infraschall von Windkraftanlagen die Herzleistung der Menschen merklich herabsetzt. Eigentlich eine bekannte Tatsache, aber nochmal hier wissenschaftlich erwiesen. Der Befund entspricht auch den im letzten Jahrzehnt gesammelten Erkenntnissen über Windkraft und die Wirkung auf den Menschen. Die Rotoren der Windkraftanlage erzeugen unvermeidlich auch Schallwellen mit niedriger Frequenz, die nicht hörbar sind, aber eine deutliche Wirkung auf den menschlichen Organismus haben. Die Anlieger und Nachbarn von Windkraftanlagen klagen über Störungen des Wohlbefindens und Schäden an ihrer Gesundheit, unter anderem durch Schlafstörungen. In Dänemark hat man im Übrigen, das waren ja mal die Vorreiter der Windkraft-Hysterie, hat man die Diskussion über die Auswirkungen des Infraschalls zu einem deutlichen Rückgang bei Zubau solcher Anlagen geführt. Was sind die konkreten Forderungen? Angesichts der Schäden durch Windkraft und ihrer unzuverlässigen Beitrag zu Stromversorgern fordert die AfD erstens, die Erkenntnisse der Arbeitsgruppe von Professor Wahl müssen ernst genommen werden. Die gesundheitlichen Auswirkungen des Infraschalls von Windkraftanlagen dürfen nicht kleingeredet werden. Die vorgeschriebenen Mindestabstand zwischen Windkraftanlagen und Wohngebäude müssen auf 2000 Meter heraufgesetzt werden. Bisher liegen wir ja bei 1000 Meter. Und es müssen Richtlinien zur Ermittlung und zur Berücksichtigung des Infraschalls für die Genehmigungsverfahren erarbeitet werden. Das dazu in Kürze. Und der letzte Punkt, ein Antrag, das Gesundheitswesen ist integraler Bestandteil der Daseinsvorsorge. Natürlich Lehre an der Universitätsmedizin Mainz auskömmlich finanzieren. Das Thema von Dr. Silvia Groß. Wir fordern dort alle Kliniken der Universitätsmedizin mit WLAN-Zugängen für Studenten und Lehrpersonal zu versorgen und die Finanzierungslücke für einen Medizinstudienplatz dauerhaft zu schließen. Das wird Dr. Groß nochmal dann in der Debatte nochmal ausführen und erläutern. Soweit wären wir durch. Dreitägiges Plenum, ein volles Programm. Ihre Fragen.